Hi, ich bin die Coco, bei mir gibt's Hacks, DIYs und Makeover. Für den IKEA-Hack brauchst du 4 Fiskbo-Bilderrahmen, einen Wattenmelon-Übertopf und eine Pflanze dafür nach Wahl. Die Bilderrahmen auspacken und von dem Plexiglas und der Rückseite entfernen, sodass nur noch der Rahmen übrig bleibt. Dann die 4 Rahmen an der Längsseite mit Kleber zusammenkleben, sodass ein geometrischer Körper entsteht und gut trocknen lassen. Jetzt die Pflanze in dem Übertopf von oben einhängen und fertig ist das stylische Deko-Element.